Heute möchte ich euch eine Kleinigkeit zeigen, wie ihr vielleicht an den kommenden Feiertagen euren Liebsten schon das Frühstück versüßen könnt. Dafür habe ich euch ein Rezept für leckere, fluffig weiche Pancakes mitgebracht. Mit etwas Farbe und ein paar einfachen Tricks könnt ihr damit sowohl süße als auch herzhafte Kunstwerke zaubern. Ich bin mir sicher, da freuen sich nicht nur eure Kinder drüber. Dieses Video ist mit der Unterstützung von Rama Braten wie die Profis entstanden. Aber natürlich habe ich wie immer alles selbst gebacken, getestet, gefilmt und fotografiert, wie in allen meinen anderen Videos auch. Das Rezept zum Ausdrucken findet ihr wie immer auf meinem Blog Ofenkieker. Den entsprechenden Link habe ich euch unten in die Infobox gesetzt. Als erstes bereite ich den Pancake-Teig zu. Für 4 bis 6 Portionen brauche ich 230 Gramm Mehl, 4 Esslöffel Zucker, etwas Vanille, 1 Esslöffel Backpulver, 500 ml Milch und 4 Eier. Zum Braten verwende ich Rama Ölmix. Dieser ist zum Braten perfekt geeignet, weil dieser hoch erhitzbar ist, das Anheften an der Pfanne verhindert und dabei nicht spritzt. Gerade bei diesen kunstvollen Pfannkuchen soll natürlich wirklich nichts an der Pfanne kleben bleiben, das wäre ja einfach schade um die Arbeit davor. Für die herzhafte Variante lasse ich einfach den Zucker weg und ergänze das Rezept um eine gute Portion Salz, etwas Pfeffer und Kräutern nach Geschmack. Besonders lecker werden die Pancakes, wenn man sie dann in dem Olivenölmix von Rama brät, einfach weil das Olivenöl noch ein bisschen extra Geschmack hinzufügt. Zur Zubereitung des Teiges brauche ich dann noch eine Schüssel und meinen Mixer. Zum Braten verwende ich eine möglichst große beschichtete Pfanne und einen beschichteten Pfannenwender. Um aus normalen Pancakes kleine Kunstwerke zu zaubern, habe ich mir ein paar Lebensmittelfarbpasten bereitgelegt. Diese gibt es in einigen gut sortierten Supermärkten oder auch online zu kaufen. Zum Färben verwende ich auch noch Backkakao, was nicht nur ein schönes Braun ergibt, sondern auch noch richtig lecker schokoladig schmeckt. Ich verwende außerdem ein paar Spritzbeutel, um später den Teig kontrolliert in die Pfanne geben zu können. Wenn ihr keine Spritzbeutel habt, könnt ihr auch einfach Gefrierbeutel nehmen. Für die Details der Motive habe ich ein paar Schokotropfen, bunte Zuckerstreusel und ein paar Apfelschnitze bereitgelegt. Die Äpfel habe ich mit Zitronensaft beträufelt, damit sie nicht braun werden. Für herzhafte Pancakes finde ich Lebensmittelfarben irgendwie nicht so prickelnd. Deswegen dekoriere ich sie mit Bacon und Salami. Auch Gemüse wäre zum Beispiel möglich, da könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Aus der Salami kann man wunderbar mit einem Keksausstecher Motive ausstechen, was total einfach und schnell geht. Ein bisschen Barbecue-Soße kann man dann verwenden, um ein paar Details aufzumalen. Nun aber zu dem Pancake-Teig. Ich beginne damit, Mehl mit Backpulver zu mischen. Dann schlage ich die Eier auf und rühre sie mit dem Mixer schaumig. Dabei gebe ich den Zucker mit der Vanille hinzu. Wenn ihr herzhafte Pancakes machen wollt, gebt ihr statt dem Zucker nur Salz, etwas Pfeffer und gegebenenfalls ein paar Kräuter dazu. Wenn die Eiermasse deutlich heller geworden ist, rühre ich abwechselnd Milch und Mehl unter. Hat sich dann alles zu einem glatten Teig verbunden, schlage ich diesen noch ca. eine Minute auf, damit wirklich keine Klümpchen im Teig sind. Anschließend teile ich den Teig in mehrere kleine Portionen auf. Für jede Farbe braucht ihr eine Teigportion, je nach Motiv natürlich unterschiedlich viele und jeweils unterschiedlich große Mengen. Um den Teig zu färben, löse ich die Lebensmittelfarbe in einem Schluck Milch auf. Das erleichtert einfach das Einrühren der Farbe in den recht flüssigen Teig. Diese Mischung rühre ich unter den Teig und ergänze gegebenenfalls mit mehr Farbe, falls die Farbe noch kräftiger werden soll. Mit dem Kakao funktioniert das im Prinzip genauso. Auch hier rühre ich das Kakaopulver mit etwas Milch zu einem dünnflüssigeren Brei. Diesen rühre ich in den Teig ein. Den gefärbten Teig fülle ich dann in die Spritzbeutel. Dafür kremple ich den Beutel um und stelle ihn in ein hohes Glas. So lässt er sich leicht befüllen. Anschließend verschließe ich ihn mit so einer Klammer oder auch einem einfachen Gummiband. Ich beginne erstmal ganz einfach mit einer Raupe. Dafür erwärme ich die Pfanne auf mittlerer Stufe und gebe ca. 2 Teelöffel Ölmix in die Pfanne. Das Öl verteile ich dann gleichmäßig dünn mit einem Küchenkrepp. So kleben die Pancakes garantiert nicht an. Anschließend brate ich mehrere kleine, runde, grüne Pancakes und einen roten. Dafür gebe ich einfach mit meinem Spritzbeutel ganz gleichmäßig den grünen Teig in die Pfanne. Für den roten Kopf forme ich ein leichtes Ei, indem ich den Spritzbeutel ein bisschen zur Seite bewege. Dann warte ich, bis sich auf der Oberfläche Blasen zeigen. Nun können die Pancakes gewendet werden. Anschließend werden sie noch kurz weiter gebraten, bis sie fest sind. Für die Raupe kann man die Pancakes gut etwas unterschiedlich stark bräunen lassen, so sieht sie noch ein bisschen lustiger aus.
Zum Anrichten platziere ich die grünen Pancakes leicht überlappend in Wellenform. Dann lege ich den roten Kopf dazu. Zwei Schokotropfen bilden die Augen, eine Apfelspalte den Mund. Die restlichen Apfelspalten lege ich paarweise als kleine Füßchen hin. Schon ein bisschen schwieriger ist dieser Tannenbaum, aber schließlich ist bald Weihnachten, da darf ein Weihnachtsbaum einfach nicht fehlen. Ich beginne mit dem Stamm. Dafür gebe ich einen kleinen, länglichen Klecks braunen Schokoteig in die Pfanne. Bei Bedarf kann man diesen mit dem Pfannenwender noch etwas hinschieben. Anschließend zeichne ich die Konturen der Tanne auf. Dann fülle ich diese zügig aus. Lass die Tanne nicht zu lange backen, sonst wird sie zu braun. Aber bei diesem Motiv hat man ja eine zweite Chance und kann notfalls die Rückseite etwas weniger lang braten. Wie ihr seht, musste ich diese zweite Chance auch nutzen. Die fertige Tanne bestreue ich einfach mit etwas Puderzucker als Schnee und bunten Streuseln. Der Teddy kommt dank Kakao ganz ohne Lebensmittelfarbe aus und schmeckt auch noch wunderbar schokoladig. Ich beginne damit, den Mund und die Nase in einem Zug möglichst schwungvoll in die Pfanne zu spritzen. Mit dem Stiel von einem Teelöffel korrigiere ich die Form noch etwas. Ist der Teig ein bisschen fester geworden, trage ich rundrum und darüber den hellen Teig für die Schnauze auf. Die Form sollte einigermaßen oval sein. Anschließend zeichne ich die Konturen des Teddys auf und fülle diese zügig aus. Mit dem Pfannenwender kann man die Konturen noch ein bisschen korrigieren, wenn man möchte. Wieder wende ich den Pancake, sobald sich die ersten Blasen bilden, und brate ihn dann noch kurz von der Rückseite. Nun fehlen nur noch zwei Schokotropfen für die Augen und natürlich etwas Puderzucker für den Geschmack. Für den Wal braucht man ein paar mehr Einzelteile, aber dafür versprüht er einfach gute Laune, finde ich. Auch hier zeichne ich erst die Konturen von dem Körper auf und fülle diese dann zügig aus. Wenn nötig, kann man diese mit einem Pfannenwender oder dem Stiel eines Teelöffels noch etwas korrigieren. Ein kleiner heller Kreis wird für das Auge benötigt. Mit dem hellen Teig male ich außerdem in einem Zug die Fontäne auf. So sieht sie erstmal ziemlich komisch aus, aber mit ein wenig Korrektur wird sie dann ganz passabel. Alle Teile wende ich, sobald sich die ersten Blasen zeigen, und brate sie dann fertig. Hier ist es sehr wichtig, dass die Pancakes nicht zu sehr bräunen, damit die Farben möglichst schön erhalten bleiben. Zum Schluss brate ich noch einen kleinen braunen Strich, was später zum Mund werden soll. Als erstes platziere ich die Fontäne. Dazu lege ich dann passend den Körper des Wals. Anschließend ergänze ich Mund und Augen und füge noch einen Schokotropfen hinzu, damit das Auge auch eine Pupille bekommt. Auch herzhafte Pancakes kann man liebevoll anrichten. Hierfür benutze ich den Olivenölmix von Rama, mit dem man im Gegensatz zu normalem Olivenöl auch super braten kann. Gerade herzhafte Gerichte werden durch das Olivenöl extra lecker. Wieder verteile ich das Öl mit Hilfe meines Küchenkrepps gleichmäßig dünn. Dann gebe ich den herzhaften Teig in die Pfanne und brate einfach ein paar runde Pancakes aus. Für den Schneemann brate ich nebenbei in einer kleinen Pfanne noch zwei Streifen Bacon knusprig goldbraun. Zum Anrichten lege ich einfach zwei runde Pfannkuchen leicht überlappend übereinander. Dann platziere ich den Bacon als Schal darauf. Die Barbecue-Soße tupfe ich mit Hilfe eines Kochlöffelstiels als Augen, Knöpfe und Mund auf. Zum Schluss streue ich noch ein paar Kräuter und etwas Pfeffer auf. Noch einfacher und schneller gehen diese Herzpancakes. Dafür habe ich aus Salamischeiben mit einem Keksausstecher zwei Scherzen ausgestochen. Diese lege ich einfach hübsch auf die Pancakes und fertig ist das romantische Frühstück. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht probiert ihr euch ja auch mal in dieser Frühstückskunst. Wenn man nicht zu komplizierte Motive wählt, macht es richtig Spaß und dauert auch nicht viel länger als normales Pancake-Backen. Und solche Pancakes sehen nicht nur wunderbar aus, sie schmecken auch einfach fantastisch.